Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht es um die Icon Swaps und das neue Futurist Team, was gestern rausgekommen ist. Also ich zeige euch dann, was sich bei den Icon Swaps am meisten lohnt und was ich dann bei den Icon Swaps abschließe. Vorab würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen könntet. Ja, kostet euch gar nichts und unterstützt mich sehr. So, wenn wir in Ultimate gehen, dann sehen wir ja schon. Man konnte es nur kurz sehen. Das ist aber nur statt 24 Tokens, die es ja nur 18 Tokens gibt. Also aktuell kann man sich ja 8 Stück abschließen. Und dann, wenn die nächste Saison kommt, nochmal 10. Also nur noch 18 insgesamt. 6 weniger als letztes Jahr. Man kann sich für 2 Tokens 225 Carpacks abschließen, was auf jeden Fall OP ist. Dann für 3 Tokens 85 plus 5 Items. Für 3 Tokens halt, das finde ich laut nicht so krass. Aber für 5 Tokens ein 83er Pack, also 25 Items und alle mindestens 83. Das ist auf jeden Fall richtig krank. Für 5 Tokens, also kann man auch gut machen. Dann für 7 Tokens ein Vidit. Innenverteidiger Tempo ist okay, also geht noch schneller, aber 77 geht auch noch fit. Und der von Physis ist gut. Also für Baby, der geht fit, der ist vergleichbar mit dem Ferdinand Baby. Würde ich sagen, also der wird schon bocken, aber irgendwann so, keine Ahnung, auf lange Sicht würde ich den auch nicht machen für 7 Tokens, also könnt ihr machen, aber muss man nicht unbedingt dann Basis Icon Pack für 8 Tokens, wenn ihr nicht so viele machen wollt, Basis Icon Pack, wenn ihr da Bock drauf habt, für 9 Tokens, Haji Mittlere ist das glaube ich, ja Stats sind okay, aber für 9 Tokens würde ich nicht machen, gibt's auch, tradable. Genauso gute für 10 Tokens könnt ihr Basis oder mittlere Icon Pack machen. Könnt ihr halt Baby oder mittlere Icon ziehen. Finde ich lohnt sich nicht so krass für 10 Tokens. Weil, ja, also die Packs, die danach kommen, lohnt sich viel mehr. Für 11 gibt es dann Shuka. Der hat auch eigentlich gute Sets. Aber ein bisschen wenig Pace, finde ich. Also für einen Stürmer ist ein bisschen zu wenig. Schuss geht auf jeden Fall fit. 4-4 ist auch gut, aber würde ich euch auch nicht empfehlen. Da wird es auch ein kürzerer Zeit deutlich bessere geben. Für 12 Tokens könnt ihr ein mittleres Icon Pack machen. Ja, also wenn ihr nicht alle Tokens schafft oder so, dann könnt ihr ein mittleres Icon Pack machen. Aber wenn ihr euch alle machen wollt, dann würde ich den auf keinen Fall machen. Also würde ich die Finger von lassen. Dann hier Coleman für 13, glaube ich. Der ist auf jeden Fall interessant. Hat heftige Stats hier. Also als Innenverteidiger ist er schon wasted. Den muss man dann irgendwie im Mittelfeld spielen. Für 13 Tokens ist so die Icon, die man direkt abschließen kann, die sich mit am meisten lohnt. Also die finde ich eigentlich schon krass. Dann für 14 Tokens, also ein mehr, könnt ihr dann Reikart machen. Der hat auch kranke Stats. Aber ich glaube, Coleman hat sogar ein paar bessere. Ich nehme mal Vergleich. Ja, Coleman hat ein bisschen bessere, da kann er besser schießen. Aber sehr ähnlich auf jeden Fall. Der ist halt direkt ZTM. Also hat auch gute Stats hier. Aber ein bisschen wenig Balance, aber ist nicht so schlimm. Ja, 6er wird ja auf jeden Fall auch bocken. Also wenn ihr eine Icon direkt abschließen wollt und keinen Bock auf ein Pack oder so habt, dann würde ich Coleman oder Reikart machen. Für 13 oder 14. Könnt ihr euch ja dann entscheiden, weil es die Holländer. Dann für 15 Tokens, mittleres oder Prime Icon Pack. Da ist halt riesiges Risiko. 15 Tokens braucht man dafür. Aber da kann man auch richtig reinlacken, eine richtig heftige Prime-Icon. Aber auch mittlere kann man heftiger ziehen. Und dann für 16 Tokens ein bisschen weniger Risiko. 89 plus mit Icon-Pack. Da kann man, also da ist die Chance, dass man einen guten mittleren zieht, schon sehr hoch. Also die schlechten haben eigentlich die meisten weniger als 89. Deswegen könnte der sehr krass reinlacken. Oder, also wenn er auch gar kein Risiko für 17 einfach Baby-Icon Player Pick, da könnt ihr zwischen drei Baby Icons auswählen. Aber bei Baby Icons gibt es halt sehr, sehr, sehr viel Schmutz. Und für 17 Tokens könnt ihr auch Ori abschließen, aber den, also da würde ich auch die Finger von lassen. 4-4 hat gute Stats, aber Neymar ist besser. Und ja, für 17 Tokens, da müsst ihr alle Tokens für machen, außer einen. Nur dann Ori zu abzuholen, also so krass Stats hat er jetzt auch nicht. Die Stats sind in Ordnung, wie gesagt.
Aber davon würde ich die Finger weglassen, also Ori kann weg. Die beiden, ja, Baby-Icon würde ich auch nicht machen eigentlich. Player weg. Die beiden kann man gut machen. PC mal raus aus den Favoriten, die ich nicht machen würde. Haji auf gar keinen Fall, das eigentlich auch nicht, auch nicht. Village kann man machen, ja so. Also die 225 Capex für zwei Tokens, wenn ihr die mal übrig habt, macht das auf jeden Fall. Dann habt ihr richtig viel im Verein. Daraus zieht ihr eigentlich zu 100% mindestens einen Workout, sonst habt ihr auf jeden Fall richtig Pech. Ansonsten, wenn ihr noch 5 Tokens oder so machen wollt, wenn ihr zum Beispiel Vidage das und das machen wollt, braucht ihr insgesamt nur 14, könnt ihr sogar 4 Tokens auslassen. Das wird auf jeden Fall richtig krank sein. Da habe ich schon ein paar Packs gesehen. Die sind auf jeden Fall krank, da zieht man im Durchschnitt 4 bis 5 Workouts raus. Hat man danach auf jeden Fall den Verein komplett ausgefüllt. Wird man in anderen SBCs dann viele Coins durchsparen. Oder im besten Fall zieht man daraus einen Spieler, den man ins Team einbauen kann. Vidic kann man gut machen, aber wird auf lange Sicht irgendwann schlecht werden. Also irgendwann wird es bessere Karten geben, so Januar, Februar. Ja, eher so Februar, März. Da wird es bessere Karten geben als Vidic. Aber jetzt für die erste Zeit ist der auch gut. Coleman ist zu empfehlen, wenn ihr direkt eine Icon machen wollt. Dann könnt ihr Coleman oder Rykard machen. Und wenn ihr pokern wollt, macht eins von den beiden. Also das ist das größere Risiko und da das Risiko ein bisschen niedriger, aber auch ein bisschen pokern. Also ich kann euch ja mal sagen, was ich mache. Ich dachte halt erst, dass man 24 Tokens machen kann bis vorhin. Dann hätte ich gemacht 225 Capex. Das 85er und das mittlere oder Prime Icon Pack, dann hätte ich 2 Tokens auslassen können. Aber ja, weil man nur 18 Tokens machen kann, kann ich leider das 83 Plus Pack nicht machen, wo ich eigentlich sehr Bock drauf gehabt hätte. Aber ich mache dann das mittlere oder Prime Icon Pack, wo ich mich auch schon freue. Das wird auf jeden Fall ein krasses Video hoffentlich. Und die 2 ultimativen Packs, die werde ich sofort öffnen, wenn ich meine Investings verkauft habe, also so mache ich es. Ihr müsst es nicht so machen, aber wenn ihr Bock auf Packs habt, dann ist das so mit die beste Kombi. Oder ihr macht das 89 Plus mit Icon Pack, dann müsst ihr halt alle Tokens machen. Aber ist wie gesagt nicht schlimm, denke ich mal. Ja, ich kann euch ja mal noch die Aufgaben zeigen hier. Für die Leute, die FIFA 20 gespielt haben, sind es keine neuen Aufgaben, sondern ähnliche Aufgaben hier. Die ersten 3 sind jetzt hier offline wieder. Squad Battles, Schwierigkeit Weltklasse, also das erste Mal mit 11 Eredivisie-Spielern, also holländische Liga. Dann noch Team vollbauen, dann mit der MLS, amerikanische Liga. Und mit EFL Championship-Spielern, das ist die zweite englische Liga, einfach durch der 11 Spieler rein. Ja, ihr könnt auch am Anfang des Spiels 3 Spieler aus eurem Main-Team oder so einwechseln. Am besten offensiv, dann sollte das auf jeden Fall kein Problem sein, wenn ihr nicht so gute Spieler seid. Also das kann auch jeder einfach machen. Guckt, nimmt immer das erste, das leichteste Team hier. Könnt ihr euch ja mit Dreieck angucken, weil das sind meistens auch nur so Bronze-Teams. Spielt dann dagegen Weltklasse hier. Und dann aktualisiert einfach mit Viereck. Dann kommt ihr immer gegen ein leichtes Team und dann schafft es easy. Also leichter geht es dann gar nicht, dann ist es auch echt richtig leicht. Also das sind die Offline-Aufgaben. Dafür gibt es, also da kann man sich 3 Spieler freispielen. Bei den Online-Aufgaben gibt es dieses Jahr einen extra Modus für eine Liga, heißt er. Da darf man halt auf der Bank und in der Startelf nur eine Liga haben. Einmal muss man halt 6 Partien mit Premier League Team gewinnen. Dafür müssen halt 5 Spieler auch Erstbesitzer sein. Dasselbe mit der Serie A, mit La Liga, Bundesliga und Liga A, also die Top 5 Ligen. Und hier kann man sich noch 3 Packs freispielen. Da waren nur 2 seltene Goldspieler und ein Premium Goldspieler Pack. Macht man ja nebenbei. Weil wenn man 6 Wins überall holen muss, trifft man auf jeden Fall 30 Partien. Ja, also wenn ihr das noch schneller machen wollt, schreibt euren Gegner einfach an. So mache ich es auch immer, also auch bei anderen Aufgaben. Und dann, wenn ihr Wins braucht, schreibt einfach dem Gegner First Goal Win. So mache ich es auch immer. Da gehen die Gegner sehr oft drauf ein. Also einfach, wer das erste Tor macht, dann muss der andere einfach quitten. Das heißt, einfach Goal in Goal, wer es 1-0 schießt, hat gewonnen. Dann geht ein Spiel sehr schnell, dann endet das immer nach der 10. Minute meistens oder noch eher. Da könnt ihr die Spieler auf jeden Fall easy machen.
Also sollte keine Schwierigkeit sein. Die Tokens muss man sich halt nur Zeit für nehmen. Aber dieses Jahr mit den Packs finde ich auf jeden Fall geil gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten ist auch noch Bola Z gekommen. Der hat 5 Stern Skills und hier, die Sets sind auf jeden Fall richtig lecker. Schmeckt auf jeden Fall. Den mache ich auch gerade schon. Hier die Aufgaben sind eigentlich wie immer gleich. Und für die Leute, die Ballerina noch nicht gemacht haben, die kann man gleichzeitig machen. Selber Modus und Premier League halt. Ich mache die auch gerade gleichzeitig. Ist auf jeden Fall, kann man sich auf jeden Fall richtig viel Zeit mitsparen. Und dann kann ich euch ja noch einmal das Freeze-Team zeigen. Und ich nehme das ja jetzt Samstag 19 Uhr auf. Ist gerade der nächste Freeze-Spieler in SBCs gekommen. Ansaldi hier, die Stats sind eigentlich schon, also für einen Rechtsverteidiger sind schon nice. Hat auch 5-4, 4-5 inzwischen, 4 Sterne Skills und 5 Sterne Weak Foot. Also wenn man ein Serie A Team hat oder irgendwas mit Argentinien linken kann, ist auf jeden Fall geil. Kann man wahrscheinlich auch gut linken zu Messi in der 4-5-1, wenn dann noch eine Icon im Mittelfeld stehen hast. Abgeben muss man ein 85er Team mit einem Inform und einem Serie A Spieler. Ich denke, das wird so 70, 80k kosten. Wenn ihr Weekend League spielt, habt ihr wahrscheinlich auch ein Inform, also für Champions Player Pick im Verein, könnt ihr da auch reinballern. Und das Freeze Team hier nochmal angezeigt, das sind die besten. Ich denke, die anderen habt ihr schon gesehen. Ja, sind auf jeden Fall ein paar interessante Karten dabei. Und der League für in 3 Tagen, also für Dienstag, 19 Uhr, ist eine Manchester United Karte. Und bei Manchester United gibt es ja, wie gesagt, ein paar interessante Kandidaten. Ein Martial, ein Pogba oder ein Rashford wären auf jeden Fall richtig lecker. Ja, also es bleibt spannend. Bei Spanien Stürmer kann es auch Adama Traoré sein. Und bei Leverkusen weiß man es nicht. Aber bei Spanien Stürmer vermute ich Adama. Auf jeden Fall, Freeze Event läuft bisher richtig geil. Finde ich auch gut so. Also finde ich zu FUTMIS nicht schlechter, nicht besser. Ist auf jeden Fall ein guter Ersatz. So Leute, dann war es das mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Foot Freeze Event findet und ob ihr schon Spieler bei SBCs gemacht habt. Ihr könnt mir auch schreiben, was ihr bei Icon SBCs, bei Icon Swaps macht. Also ob ihr das Pack macht oder ob ihr welchen Spieler abschließt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.